Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, auch wenn um diese Uhrzeit, um 20 Uhr, die Sonne gerade schon nicht mehr scheint, ich hoffe, ich habe genug Sonne in meinem Herzen für uns alle, damit wir das hier gemeinsam noch beschließen können. Die Landesregierung geht mit gutem Beispiel voran mit ihren Bemühungen für eine klimaneutrale Landesverwaltung. Diese klimaneutrale Landesverwaltung betrifft viele Bereiche, von der Beschaffung über Mobilität, über Veranstaltungen zur Energieeinsparung, Energieeffizienz, wie die Wärmeversorgung vonstatten geht und aber auch die Stromversorgung. Und bei der Stromversorgung besteht eben mit Photovoltaikanlagen auf bestehenden und neuen Gebäuden die Möglichkeit, dass wir hier auch mit einem guten Beispiel vorangehen. In letzter Zeit gibt es eine stärkere Tendenz hin zum Eigenverbrauch bei Photovoltaikanlagen. Und auch da gibt es ein gutes Potenzial auf den landeseigenen Gebäuden, dass wir genau diese Tendenz auch mitgehen. Ich bin froh, dass wir mit diesem Antrag ein paar Schritte klar machen, wo es hingehen soll. Denn im ersten Schritt ist es ja notwendig, dass erstmal die Potenzialflächen dargestellt werden. Auf welchen Gebäuden ist es überhaupt möglich, Photovoltaikanlagen wirklich gut zu installieren? Und im nächsten Schritt soll das Ganze natürlich zeitnah und Schritt für Schritt mit einem jährlichen Plan auch umgesetzt werden. Und auch ein weiterer Aspekt, im Regelfall soll es eben bei Neu- und Umbauten auch wirklich direkt die Photovoltaikanlage direkt mitgedacht werden. Dann gibt es aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aus welchem Grund auch immer, den Fall, dass vielleicht auch ein Eigenverbrauch auf landeseigenen Gebäuden schwierig ist. Und deshalb haben wir im Antrag auch noch das Thema angebracht, dass eben Einspeisung und auch Betreibermodelle zur Verpachtung eine ökologische und wirtschaftliche Alternative darstellen können. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist die Zeit, dass die Landesregierung ein gutes Beispiel für die Eigenstromversorgung mit Photovoltaik setzt. Und daher bitte ich um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank.